Found a dollar in your couch. You fit? You sure? It's a dollar. It won't get me anything these days. You could turn that dollar into a KFC snacker. What? The snacker's only 99 cents. Mighty small coin. The 99 cent snacker is... Hey Leute, Medienmanipulation kann bewusst durch Worte, Bilder oder auch Musik geschehen. Doch viel effektiver ist es, wenn man nicht den bewussten Verstand anspricht, sondern das Unterbewusstsein. Schätzungsweise ist die Informationsverarbeitung des Unterbewusstseins 10.000 Mal schneller als das des bewussten Verstandes. Das lässt sich natürlich missbrauchen, in positiver wie auch in negativer Weise. Nun stellt euch mal vor, dass ihr Geschäftsführer eines großen Unternehmens seid. Ihr plant eine Marketingkampagne, die wahrscheinlich Abermillionen Menschen erreichen wird. Es wäre doch ziemlich unsinnig, nicht zu versuchen, das Unterbewusstsein anzusprechen, oder? Genau aus diesem Grund möchte ich euch heute einige Beispiele von unterschwelligen Botschaften in der Werbung zeigen. Ich denke, das Thema bietet einen geeigneten Einstieg, bevor wir uns später an die wirklich teilweise abstoßenden, subliminalen Botschaften in Kinderserien oder in der Musik widmen. Also, fangen wir an. Als Teil der Gesellschaft sind wir eigentlich immer Botschaften ausgesetzt. Dies begann schon in den 1950er Jahren und nach über 70 Jahren an Forschung ist dieses Fachgebiet schon lange keine Neuheit mehr. Subliminale Botschaften sind letztendlich Nachrichten, die visuell oder auditiv für einen Bruchteil einer Sekunde gezeigt werden. Genug, um nicht vom bewussten Verstand wahrgenommen zu werden, aber doch lange genug, um in das Unterbewusstsein zu gelangen. Diese Nachrichten liegen also unterhalb der Schwelle der bewussten Wahrnehmung. Falls es um die bewusste Manipulation geht, dann spricht man von supraliminal. Das ist es, wenn ihr den Fernseher anschaltet und fragwürdige Aussagen in den Nachrichten oder in der Werbung seht. Ihr seid dann bewusst am Verarbeiten dieser Informationen. Ein Beispiel der supraliminalen, also einer bewussten Beeinflussung, ist das eines britischen Supermarkts, der sowohl deutschen als auch französischen Wein verkaufte. Beide hatten denselben Preis und denselben Geschmack. Der Supermarkt spielte dann an manchen Tagen deutsche Musik und an anderen Tagen französische Musik ab. Wie man erwarten kann, stiegen die Verkaufszahlen der Weine an den Tagen, an denen die jeweilige Musik abgespielt wurde. Bei deutscher Musik wurde mehr deutscher Wein verkauft. Bei französischer Musik mehr französischer Wein. Das ist ein relativ harmloses Beispiel von Beeinflussung, die dem Besucher des Supermarktes ja bewusst ist. Schließlich kann er die Musik ja hören. Falls diese Musik nun unterschwellig gewesen wäre, also nicht hörbar, dann wäre es ein Beispiel für eine unterschwellige Beeinflussung gewesen. Das wohl bekannteste Beispiel für eine unterschwellige Beeinflussung ist das von Coca-Cola. Bei dem James Vickery-Experiment wurden dabei für zwei Frames "Durstig? Trinke Coca-Cola" in einem Film gezeigt. Das passierte so schnell, dass die Zuschauer nicht in der Lage waren, das zu erkennen. Daraufhin stiegen die Verkaufszahlen für Coca-Cola. Und nun nähern wir uns schon dem ersten Zweck von subliminaler Beeinflussung, nämlich dem Gedanken, damit innerhalb der Werbung mehr zu verkaufen. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Es geht nämlich um KFC. Diese veröffentlichten eine Kampagne, in der sie ihren Burger für den Preis von 1 Dollar vermarkteten. Alles schön und gut, doch am Ende der Werbung kann man sehen, dass ein Dollarschein in den Salat des Burgers eingefügt wurde. Dies wurde relativ schnell publik, da diese subliminale Botschaft zu offensichtlich war. Nachdem KFC daraufhin viel Kritik erntete, behaupteten diese, dass es sich dabei um ein Gewinnspiel handeln würde. Die ersten 1000 Menschen, die es erkennen würden, dürften daraufhin teilnehmen. Sehr unglaubwürdig, wenn man bedenkt, dass kein Gewinnspiel ausgeschrieben war und dass diese Werbung Millionen von Menschen erreichen wird. Das wahre Ziel war es vermutlich, die Brand mit günstigen Preisen zu verbinden und so Menschen dazu zu bringen, zu KFC anstatt zur Konkurrenz zu gehen. Ziemlich nasty. Doch große Marken sind bekannt dafür, diese Vermarktungsstrategie zu nutzen. So ist auch Coca-Cola, wie bereits eben kurz angesprochen, immer mit von der Partie. Ich zeige euch jetzt ein Bild und ihr könnt mir sagen, was ihr darauf seht. Nach 5 Sekunden werde ich auflösen. Wie ihr sehen könnt, wurde auch hier wieder eins der Instinkte des Menschen angesprochen. Im Umriss der Coca-Cola-Dose erkennt man die Umrisse einer Frau, wie sie auf der Coca-Cola-Dose liegt.
Man kann davon ausgehen, dass die Verkaufszahlen bei der männlichen Bevölkerungsgruppe danach gestiegen ist. Denn es ist viel zu unterschwellig, um es zu erkennen, aber verspricht dem männlichen Betrachter dennoch eines: Erotik und Genuss. Da fällt mir direkt noch ein Beispiel ein. Ich hoffe, dass die meisten von euch die Herr-der-Ringe-Trilogie gesehen haben. In einem Ausschnitt des Films wird der Ring in Großaufnahme gezeigt. Was fällt euch hierbei auf? Richtig, das Wort Coca-Cola lässt sich ablesen. Ob das Tolkien so wollte, sei mal dahingestellt, und offiziell bewiesen wurde es nie. Doch sieht es nicht wirklich sehr verdächtig aus? Gerade wenn man weiß, wie oft Coca-Cola schon unterschwellige Werbung genutzt hat. Nun gut, machen wir weiter. Heineken ist auch eine riesige Marke, die schon öfter negativ diesbezüglich auffiel. In der folgenden Werbung möchte ich euch wieder herausfordern. Zuerst zeige ich euch das Bild und ihr könnt mir sagen, was euch auffällt. Stoppt auch gerne das Video und lasst mir einen Kommentar da. Ich bin gespannt, ob ihr es erraten könnt. Nach 5 Sekunden werde ich wieder auflösen. Hier ist die Werbung sogar noch ausgefallener. Es wird nicht nur ein Detail versteckt, sondern das Bild an sich ist schon die Botschaft. Dreht man nämlich das Bild um, erkennt man die Umrisse eines Gesäßes. Auch hier werden sowohl Frauen als auch Männer mithilfe von erotischen Botschaften zum Kauf bewegt. Das Motiv Sex Sells ist sowieso in der Werbung weit verbreitet und wird auch mithilfe von supraliminaler Beeinflussung genutzt. Doch es hier auch subliminal anzuwenden, ist nochmal ein Stück gewiefter, wie ich finde. Letztendlich ist es bei der Werbung jedoch noch lange nicht so kritisch wie bei Botschaften, wie wir sie in Kinderserien oder Filmen, also den Medien, finden. Falls euch das interessiert, schreibt mir einen Kommentar mit dem Hashtag Medien. Aber machen wir weiter im Text. Bei der nächsten Werbung bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es wirklich noch unterschwellig ist oder einfach nur sehr stark suggestiv. Es handelt sich allerdings um Burger King, die ein klares Ziel verfolgen. Aber seht selbst. Bei dieser Werbung muss ich, glaube ich, nicht viel erklären. Natürlich wird dabei auf Fellatio angespielt, symbolisiert durch die Frau, durch das Wort Blow, durch It Just Tastes Better und durch die Form des Burgers, der übrigens auch Super 7 Incher heißt. Das Problem bei unterschwelliger Werbung ist, dass Menschen, die diese enttarnen, dementsprechend abgeschreckt sind. Bei mir ist das in diesem Fall gelungen. Also falls Burger King einen bleibenden negativen Eindruck hinterlassen möchte, dann Glückwunsch. Ich habe dort zwar seit Jahren eh nicht mehr gegessen, aber das macht das noch ein wenig eindeutiger für mich. Übrigens hat das Model, welches ihr in dieser Anzeige sehen könnt, zu einem Boykott von Burger King aufgerufen. Sie war der Meinung, dass es so aussehen würde, als wäre sie hypnotisiert und würde das gar nicht wollen. Tatsächlich kann ich verstehen, was sie meint. Nun gut, machen wir weiter mit dem nächsten Beispiel. Diesmal geht es um Skittles. Diese hatten eine Geschmacksrichtung, die sich Berry Explosion nannte. Die ich damals übrigens auch sehr lecker fand. Nur die Vermarktung stößt dabei an die Grenzen. Vor allem, weil ja unter anderem auch Kinder angesprochen werden. Bei der Verpackung von Skittles sieht man nämlich relativ eindeutig das Wort Sex verbunden mit Explosion. Was diese Kombination ergibt, kann sich ja jeder selbst denken. Auf jeden Fall könnte man auch hier wieder argumentieren, dass es sich nicht um eine subliminale Botschaft handelt, da es wirklich so dreist offensichtlich ist. Es ist jedoch wichtig, dass wir uns immer darüber bewusst sind, dass das einige wenige Beispiele sind, die nicht so gelungen sind. Auf diese paar Beispiele kommen zehntausende Anzeigen, die uns beeinflussen, die wir nicht erkannt haben. Die gesamte Werbung sowie auch unsere Medienlandschaft ist voll von solchen Botschaften. Im Internet lassen sich zwar einige zusammentragen und das Gespür lässt sich dafür schärfen. Letztendlich obliegt es einem selbst, mit welcher Werbung man sich bestrahlen möchte und welchen Eindruck das im Unterbewusstsein hinterlässt. Mir ist es jedoch wichtig, auch zu betonen, dass die Werbung und die Medien es geschafft haben, das Unterbewusstsein zu beeinflussen. Einfach weil das der größte Hebel ist, um menschliche Veränderungen zu bewirken. Genauso gut hat man es auch in der Therapie und im Mentaltraining geschafft, diese Subliminals für eine konstruktive Art und Weise zu nutzen. Falls du also genug von negativer Manipulation hast und dich stattdessen positiv beeinflussen möchtest, dann solltest du mein Projekt Energetic Eternity besuchen.
Klicke dafür auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder besuche die Seite www.energetic-eternity.de. Lasst mir auch gerne eure Meinung zu diesem Video da. Möchtet ihr mehr solcher versteckten Botschaften entschlüsselt haben? Und seid ihr auch so geschockt, was ihr davor findet? Bewertet auch das Video positiv, wenn es euch gefallen hat und abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Video und bleibt vorsichtig.